Hey, ja, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Quest macht. Besuche eine Reihe von Sonnenkollektoren im Schnee, in der Wüste und im Dschungel. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an mit denen in der Wüste. Und zwar befinden die sich östlich von Paradise Palms. Ihr seht sie auf der Map Planquadrat I8. Und ihr seht sie schon da unten. Sind, glaube ich, neu mit der Season dazugekommen. Also vorher war hier so eine kleine Holzhütte. Aber ja, jetzt sind hier diese Sonnenkollektoren. Genau zwischen Paradise und dem John Wick House. Und ja, ihr müsst dann einfach hier in die Nähe fliegen und dann zählt die Quest auch schon. Die Sonnenkollektoren im Schnee befinden sich in Frosty Flights. Ich weiß nicht, wieso ich gerade keine Mapnamen sehe. Ist wohl anscheinend ein Bug. Aber hier unten Planquadrat A8. Hinter diesen zwei riesigen Lagerhallen befindet sich dann hier diese Sonnenkollektorenreihen. Da müsst ihr einfach hin, dann zählt's und ja, springen wir schon zu den letzten. Und die Sonnenkollektoren im Dschungel befinden sich hier. Da war ja auch mal so ein Fortbyte. Das Video zum Fortbyte ist hier oben rechts einmal verlinkt. Und ja, Planquadrat H2 neben diesen heißen Quellen und diesem Flugplatz da. Und ja, da oben ist es. Ich habe gerade komplett die Landung verkackt, weil ich auf die Map geguckt habe. Wartet kurz. So, ihr seht hier, die Sonnenkollektoren sind hier schon etwas länger, seit Season 8. Und ja, dann habt ihr alle drei. Das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Fortbyte-Videos, Challenge-Videos und so weiter, wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne mal ein Abo da. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao.